Lupus, kurz SLE, ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem des Körpers fälschlicherweise gesundes Gewebe angreift. Dies kann zu Entzündungen und Schäden in verschiedenen Organen und Geweben führen. Die Diagnose von Lupus ist mitunter eine Herausforderung, da die Symptome stark variieren können. Eine frühe Diagnose und Behandlung sind jedoch maßgeblich, um Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Bei diesen Symptomen sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholt werden. Erstens: Gelenkschmerzen. Ein erster möglicher Hinweis auf Lupus sind Gelenkschmerzen, die mit Schwellungen und Steifheit einhergehen. Betroffen sind häufig Finger, Handgelenke und Knie. Zweitens: Allgemeines Krankheitsgefühl. Im Frühstadium kommt es bei vielen Betroffenen zu allgemeinen Krankheitssymptomen. Mögliche Warnsignale sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit trotz ausreichend Schlaf sowie Fieber, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Drittens: Hautveränderungen. SLE kann verschiedene Hautveränderungen verursachen. Typisch ist etwa das Schmetterlingserythem. Dabei handelt es sich um eine symmetrische, schmetterlingsförmige Hautrötung über Nasenrücken und beiden Wangen. Viertens: Nierenbeschwerden. Lupus betrifft in rund 7 von 10 Fällen auch die Niere und es kommt zu einer Nierenentzündung. Diese äußert sich zum Beispiel durch Eiweiß und Blut im Urin, der Urin schäumt und verfärbt sich rot. Bei schweren Formen der Nierenentzündung droht ein akutes Nierenversagen, das im schlimmsten Fall tödlich endet.